Liebe Freunde, hiermit gebe ich zu kennen, dass ich nicht mehr weiter kommunizieren auf das Internet, auf YouTube, weil am 30. Mai 2011, also dieses Jahr, um 8:30 abends, bin ich verhaftet worden von einer Antiterror-Einheit von der Schweizer Polizei, 3 Pistolen auf dem Kopf, Augenbinde, eine richtige Entführung, maskierte Polizisten und so weiter. Und ich bekomme jetzt massive Morddrohungen oder Todesdrohungen von der Polizei selber und von der Schweizer Justiz. Und also ich muss jetzt aufhören. Als Ausländer ist man sehr gehasst hier in der Schweiz. Die bringen hier Ausländer um. Und ja, ich wollte, also diejenigen, die sich wirklich organisieren möchten, die können mich dann immer noch auf dem Telefonnummer und Adresse kontaktieren. Ja, die totale Diktatur ist hier. Und vor allem hier in der Schweiz natürlich. Ich wollte noch 2 Sachen wollte ich euch mitgeben. Erstes Mal, die Demokratie, wo kommt die her? Früher gab es Könige und die Könige, die haben alle Kriege untereinander gemacht. Natürlich sind nur die normalen Menschen sind gestorben. Und ja, das waren alles Zar, alles Könige, alles reine Pharaonen. Und irgendwann haben sie gesagt, wir können jetzt nicht so weitermachen. Deshalb haben sie so eine Art von Bilderberg-Konferenz haben sie zusammen gehabt. Dann gab es schon die Bilderberge unter einem anderen Namen. Und die haben sie gesagt, wir können hier nicht so weitermachen. Wir werden alles kaputt machen. Wir müssen ein neues System finden. Nämlich, jeder kann jetzt König werden für 4 Jahre. Und so ist die Demokratie geboren. Weil es gab natürlich immer mehr Pharaonen, die haben auch Nachwuchs gehabt und jeder wollte König bleiben und sogar seine Söhne, seine Enkelkinder. Und ja, durch diese Kriege sind sie nicht weiter vorwärts gekommen und sind sie drauf gekommen, jetzt kommt ja die Demokratie. Erstmal, haben sie sich überlegt, wer lassen wir denn wählen? Ich meine, niemand von uns ist parteilos, also niemand können wir wählen lassen. Und da sind sie drauf gekommen, ja, sehr zynisch, wir lassen doch das dumme Volk wählen. Die verstehen sowieso nichts, die können wir wählen lassen in einer Art vom Zirkus. Und so ist das Volk hat dann gewählt, das Volk regiert, Demoskratie. So ist die Demokratie entstanden, das dumme Volk wählt in einer Art vom Zirkus. Tja, und dann noch zweitens, es gab in jeder Kirche sieht man IHS, das bedeutet Isis, Horus und Set. Das ist die pharaonische Idee und Isis, sie war nicht zufrieden mit dem Mann, sie wollte die totale Macht haben. Und wie kreiert man den Mann neu? Nicht mehr nach dem Ebenbild Gottes, aber so wie die Isis das will, so wie die Hexen das wollen. Man muss ihn vom Baby aus neu erziehen und dazu braucht man keinen Mann. Darum hat sie ihr Mann Osiris, und sie war schwanger, hat sie von seinem Bruder Set töten lassen. Und Set war natürlich nicht sein richtiger Bruder, das war das Sinnebild, dass Männer, wir sollten alle Brüder sein. Und nachher ist sie am Nil geflohen und sie hat das Kind alleine erzogen und zur Welt gebracht. Das war ja Horus. Und hier liegt das Idee aller Kriege, dass diese Hexen und die Schwester der Isis, die wollen die Männer gegeneinander ausspielen in alle Kriege, um der Mann neu zu erschaffen, nicht mehr nach dem Bild Gottes, aber nach dem Bild, so wie die Hexen das wollen. Heutzutage als Mann hat man ja sowieso keine Rechte, die nehmen dich einfach die Kinder weg. Das Kind gehört sowieso nicht mehr die Eltern, das gehört der Staat. Die können es wegholen, wann sie wollen. Und ja, also
Das ist das Idee der ISIS. Und darum ist es natürlich auch so, weil die Pharaonen, die kommen alle vom ISIS oder alles von der Frau. Die Männer haben sie gegeneinander ausgespielt. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, ne? Jetzt kommen die Araberkriege. Die Muslime, die haben noch zu viel Macht über ihre Söhne. Das wollen sie auch nicht. Und vor allem hier in der Schweiz, also als Ausländer, wenn du mit einer Schweizer Frau bist, die nehmen dich einfach das Kind weg und das siehst du niemals mehr. Die lügen dann noch etwas zusammen und ja, mein Sohn ist auch entführt worden vor 10 Jahren. Ich weiß nicht mal, ob der lebt, wie es ihm geht. Niemals mehr gesehen. Kein Nix. Das ist ein großer Verbrecherstaat hier in der Schweiz. Menschenrechte gibt es also total nicht. Das, was auf der Rest der Welt zukommt, das gab es schon hier. Und darum ist es bei den Pharaonen so, dass nur wenn dein Mutter Pharaon ist, dann bist du das automatisch. Ist dein Vater Pharaone, dann bist du es halt nicht. Das ist der Grund dafür. Okay, ich wünsche euch alles Gute. Und leider, ich glaube schon, dass man feststellen kann, dass die Menschheit sich wohlfühlt in dem Sklaventum und für nichts anderes bereit ist, als Sklave zu sein. Die Menschen können sich nicht organisieren untereinander. Es ist eine hoffnungslose Sache. Tja, also nochmals, ich muss dann mich verabschieden. Ich werde nicht mehr antworten auf dem YouTube. Weil die Macht der Diktatur und die Schweizer Verbrechen sind zu groß. Also mach's gut, ihr Sklaven.